Moin moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Wir sind im Paradies von Cameron angekommen und sollen für einen Dedra eine Aufgabe erledigen. Ich hatte nämlich zwei Möglichkeiten, als ich hier vorne Richtung Next Level stand. Also, wo es hier in die nächste Ebene geht. Sind ja hier in den im Garden. Im Garden of... Was ist das denn noch? Zu den verbundenen Grottos will ich, aber hier steht nicht, wie der Garten heißt. Schade. Gut, also, ein paar von den Followern von Cameron, die sind ja alle unsterblich, aber anders unsterblich als die Dedra, wie es scheint, oder Dremora, haben sich einen Diener geschnappt und halten den jetzt gefangen. Und der Torwächter hier, wo auch immer er ist, ich weiß nicht, wo er hin ist, möchte, dass wir den Diener befreien und dann dürfen wir weiter. Das fand ich jetzt spannender, als wenn ich den umkloppe. Ja. Und jetzt gehen wir und suchen einmal nach der Höhle, wo sich die Leute verstecken. Okay. Dann geht's halt direkt mit Kämpfen los. Geht auch. Muss noch mal eben kurz nachschauen. Ich habe ja jetzt ein Heal mir gebindet. Eine Heilung. Wo ich die hingepackt habe. Ist die auf 6? Nein, auf 5. Gut. 5 ist die Heilung. 4 ist Unsichtbarkeit. 3 ist... Ich weiß nicht, was 3 ist. Was ist 3? Major Heal Wounds. Heal Superior Wounds. Gucken wir mal kurz, was Major Heal Wounds macht. Ah, ist zu weit. Major Wound, Major Respite, Life. Wo ist der bei, nicht bei M drin? E, C, B. Ah, hä? Ach, falsch rum. So. Bin ich hier nicht. Hä? Heal Major Wounds. Heal Superior Wounds. Achso, weil ich falsch geguckt habe. Superior Wounds. Major ist nur einmal. Ja, dann kann ich ja auf die 3 die Superior packen. Und dann habe ich die 5 wieder frei. Was mache ich denn auf die 5? Weiß ich noch nicht. Okay. Ja, deine Zunge. Er hat keine Zunge. Also, sonst nehmen wir die Zunge von dem Hunger noch gleich mit. Dann halt nicht. What do you want, mortal? Hat nichts Neues zu erzählen. Okay. Leave me in peace. Ich lasse ihn ruhen. Was ich auch sehr cool fand hier, oder hier, sehr cool finde hier, ist, dass sie hier. Also die erste Ebene hier mit dem Garten, die ist schon verdammt gut gemacht. Die ist schon richtig, richtig gut gemacht. Irgendwas will mich angreifen. Da ist er ja. Irgendwo war da noch was. Achso, nee, das war wieder so ein Anhänger von. Tja. Ziemlich dumme Position, um zu stehen. Ich hab doch gar nichts mit dir vor. Lair of Anaxes. Mhm. Hier müssen wir rein. So, dann schauen wir mal. Hier wird dunkel sein, ne? We'll escape here, even if Dagon's invasion succeeds. We'll be the master's playthings forever. What? Mit us anymore. So, ich habe gespeichert. Ich will nämlich wissen. What do you want, mortal? He's trapped at the back of the cave. It took us weeks to prepare the trap, and he killed us many times before we finally succeeded. The lesser creatures of the Eternal Garden still torment us, but Anaxes was the worst. He toyed with us, prolonging our deaths for his pleasure. You must not release him, for pity's sake.
Doch. Leave me in peace. Please, don't let the Naxxes loose. He torments us night and day. Ey, das habt ihr euch ausgesucht, also. Stop! Don't let. No! Get away from there! Oh. Ja. Das war ja leicht. Moin! Den hat's schon zerlegt? Was hat der ja eigentlich? Eine Klappe? Laterne? Wo haben die ganzen Laternen her? Irgendwas drin? Kann ich mit Anaxis sprechen? Nee. Ihr geht gleich los und kloppt die Leute weg. Ja dann, viel Spaß. War ja recht simpel. Mal gucken, ob wir jetzt einen... einen... Okay. Irgendwer wollte mich heilen. Mal gucken, ob wir jetzt das Band of the Chosen kriegen, damit wir in die nächste Ebene können. Ich hätte gedacht, dass die Quest viel länger dauert. Deswegen... Komm, mach mal einen Weg frei. Danke. Dass das... Entschuldigung. Viel länger dauert, dass es eine viel verzwicktere Höhle ist. Verzweigtere Höhle. Aber... Dem scheint nicht so. Einer ist weggerannt und läuft dort. Lass doch mal den Mann in Ruhe. Die Frau in Ruhe. Wir waren doch zusammen am Spielen. Wo war ich denn jetzt gedanklich? Ich habe den Faden verloren. Egal, dann fange ich noch von vorne an. Oh, da vorne gibt es wieder eine Menge Ambrosia. Von den Mana Blooms. Lecker, lecker, lecker. Du? Anaxis is free. Ach, da ist er ja. Order is restored to the Savage Garden. You have served me well. Ein Ding. In return for your service, I will give you the key to the Forbidden Grotto, if you still wish it. Ja. Take these bands of the Chosen, then. Wear them, or you cannot enter the Forbidden Grotto, the only way out of the Eternal Garden. Eternal Garden, das war's. And pride bids me tell you, none can escape the Forbidden Grotto. There, you will be the charge of my kinsmen, or they. Entschuldigung. So, Bands of the Chosen added. Das ist Light Armor. Weakness to Fire. Kann ich die noch ablegen? Ich kann die nicht ablegen. Boah, das ist ja mies. Und ich habe nicht meinen 100% Fire. Doch. The principalities have sparkled as gems in the black reaches of oblivion since the first morning. Many are their names and the names of their masters. The cold harbor of Meridia, Periite's quagmire, the ten moon shadows of Mithala, and Dawn's beauty, the princedom of Lorkon, misnamed Tamriel by deluded mortals. Sehe ich anders. Was habe ich denn für einen Ring an? Mundane und Body and Mind, den wechsle ich mal eben in. Ist er? Sorcerer's Ring? Nein, Spectral Ring. Denn ich gehe davon aus, dass hier das Ganze, die Flooded Grotto, die wird ziemlich dunkel sein. Vermute ich zumindest. Yeah. Oh Mann! Yes, you understand. Me? Tamriel is just one more Daedric realm of Oblivion. Long since lost to its prince, when he was betrayed by those that served him. Lord Dagon cannot invade Tamriel, his birthright. He comes to liberate the occupied lands. Komm noch was? Ask yourself, how is it that mighty gods die, yet the Daedra stand incorruptible?
How is it that the Daedra forthrightly proclaim themselves to man, while the gods cower behind statues and the faithless words of traitor priests? It is simple. They are not gods at all. The truth has been in front of you since you first were born. The Daedra are the true gods of this universe. Julianos, Dibella, and Stondar are all Lorcan's betrayers, posing as divinities in the principality that has lost its guiding light. What are scholarship, love, and mercy when compared to fate, night, and destruction? The gods you worship are trifling shadows of first causes. They have tricked you for ages. Also ich finde Azura. Why do you think your world has always been contested ground, the arena of powers and immortals? It is Tamriel, the realm of change, brother to madness, sister to deceit. Your false gods could not entirely rewrite history. Thus you remember tales of Lorcan vilified, a dead trickster whose heart came to Tamriel. But if a god can die, how does his heart survive? He is Daedroth, Tamriel I Daedroth. This heart is the heart of the world, for one was made to satisfy the other. You all remember this. It is in every legend. Daedra cannot die, so your so-called gods cannot erase him from your minds completely. Fertig, oder? Er ist jetzt nicht auf Azura eingegangen. Ich weiß nicht, Azura zählt ja, glaube ich, als Daedra, aber Azura ist für mich immer ein freundlicher Daedra gewesen. Oder ich bin falsch informiert. Oder Edra ist ja auch... Edra sind doch, glaube ich, die Guten, ne? So. What do you want, mortal? Du siehst ganz schön faltig aus. Aber du hast nichts Neues zu erzählen. Okay, dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Ja. Please end this nightmare if you can. Ein paar Leute wollen, dass ich das hier beende und ein paar andere sagen, ich soll die in Ruhe lassen. Aber ich habe ja sowieso schon geplant, das hier zu beenden. Wir haben hier eine... Die heilen mich. Nett. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen das Amulett der Könige zurück. Irgendwie sieht das hier recht unspektakulär aus bis jetzt. Ah, guck mal, hier ist der Nächste. Wunderbar. Be quick about it, mortal. Oh, doch nicht. Doch nicht der Nächste. Geht's weiter? Aha. Forbidden Grotto now, So. I have entered the Forbidden Grotto now to find my way through to the Terrors of Dawn, where I hope to find... Achso, es gibt nur die drei Ebenen. Ich dachte, es gibt viel mehr. Manka Cameron and the Amulet of Kings. So, einmal hell machen. Den kann ich nicht ansprechen. Oh. Showing your face was the last mistake you'll ever make. Damn, I've lost them. Er will sich boxen. Wo ist er denn? Da. Komm mal ein bisschen hier rüber, ich will gucken, ob du was in der Tasche hast. So. Der hat aber keine Bind of the Chosen an. Das ist aber nicht richtig. Das ist aber gar nicht richtig. Wollen die sich jetzt immer mit mir kloppen hier, oder wie? You wear the bands, oh. But you're no prisoner. Who are you? What are you doing here? Urlaub. Can you really do it? Can you bring this eternal nightmare to an end? Ja. Can you defeat Mankar Cameron and free all the souls of the poor fools who followed him? Ja. Listen, I can help you. You need my help if you are ever to leave the Forbidden Grotto. I was one of Mankar Cameron's chief lieutenants. I helped plan the Emperor's assassination. I opened the great gate at Kvatch. Uh-oh. We were the chosen. We saw more clearly than ordinary mortals.
We would destroy the world and remake it. Mankar Cameron was our leader, our teacher, our master. He had the secret knowledge. He dealt with Mehrunes Dagon as an equal. Oh, echt? I was at the sack of Kvatch. They had no chance. We took them by surprise, and we carried the walls in the first assault. But they fought on anyway, desperately. They seemed to think this decadent, mundane world of theirs was worth defending. I was slain after the battle was over. Three townsfolk hiding in the cellar attacked me when I entered their house, hunting down survivors. They tore me to pieces, although I have no doubt they were immediately killed by my companions. I've had plenty of time to ponder my deed since I came here. Ponder and regret. An eternity of regret. So lange ist es noch, glaube ich, nicht her. For my weakness, the Master sent me here to torture my former comrades, who showed similar ingratitude for his gift of eternal life. No one wearing the bands of the Chosen can leave this grotto. The doors will not open, and there is no other way out. I can remove them, but I will need time. The Dremora Overseer will be here any minute to check up on me. You need to play along until he leaves. Okay. Just act like a prisoner and do as I say. Once Orthe leaves, we can find a quiet spot to remove these bands. Warte. Das ist schlecht. Ich wollte mit den Dremora zusammenarbeiten. Geht das? Aber ich bin unschlüssig. Was machen wir? Das hört sich nach einem leichten Weg an, aber ich will... Nein. I understand. Why would you trust me? Ja. But you have no choice. I am the only one who can help you escape this place. Das weißt du nicht? No one wearing the bands of the Chosen can leave the grotto. You'll discover that for yourself soon enough. Ja. So, ich sollte mich bei... Doesn't move, it seems to be locked. Armer Kerl da unten. Ich wollte ihn hochziehen, aber klappt nicht. So. Da ist er ja. Was? Ich denke, ich soll mich bei ihm melden. Sekunde mal eben, ja? Wie kann er mich sehen? Aber die Tür hier ist aufgemacht. Da gehe ich mal kurz durch. So. Heilen. Hallo. Ist aber nicht nett. Wir haben den Dude gekillt. Oh. Ich will den einen hier am liebsten wegkloppen. Den hier, der hat zu wenig Leben. Oh. Ja, nein. Wunderbar. So. Orte hat auch nicht viel. Sekunde. Sehr gut. Kann mich nicht richtig bewegen? Jetzt kann ich mich richtig bewegen. Wunderbar. Also, Orte. Der hat einen Schlüssel. Eigentlich sollte ich mich bei denen melden, aber irgendwie hat er mich gleich angegriffen. Ich hoffe, ich habe vorher gespeichert. Nicht, dass ich mir jetzt ganz viel kaputt gemacht habe. Wo bin ich denn jetzt hier? Warte mal. Die anderen beiden? Hä? Hä?
übrigens auch Ortes Key. Da hätte ich mich vielleicht hinschleichen können. Hier kann ich schlafen. Auf dem Opferungsaltar. Was ist denn das? Gut. Der hat nichts wirklich in der Tasche. Der hat auch nicht wirklich was. Ja, dann gucken wir, ob ich überhaupt weiterkomme. Erstmal sieht es nicht so gut aus. Moment. Kann die nicht anlegen. Wegen den blöden Bands of the Chosen. So, Feierabend mit dir. Und Feierabend mit dir. Wenn ich meine Schorte damals schon nicht anlegen kann, dann nehmen wir halt den Bogen. Da hinten sieht aus wie so eine dädrische Spinne. Doch nicht. Das ist einfach nur, dass die zwei überlappt haben. Okay. Ja, du mal weg hier. Frost Shield. Oh, ich glaube, ich habe was ziemlich Doofes eingesammelt, aber... ist nicht so schlimm. Dann schauen wir mal, ob wir hier auch ohne die Hilfe von dem Kollegen weiterkommen, der bei Quatsch das Gate geöffnet hat. Hallo? So. Bist du eine normale Wache, oder? Ja. Ja. So. Fertig jetzt. Gehen wir in die nächste Forbidden Grotto. You made it. I didn't think you'd have any trouble. Let's get these bands off you. Hä? There. You're not a prisoner of the Forbidden Grotto any longer. Let me come with you. Let me help you kill Mankar Kamarin. I am not without power. Digga, du bist gerade so schnell gestorben. Aber gut, wenn du hier unsterblich bist, dann bist du bestimmt hilfreich. I am no match for Mankar Kamarin, but perhaps together we can find a way to defeat him. Lead on. Alles klar, ich hoffe, du kannst schleichen, sonst wird das Ganze hier... Well done, Champion. Your progress is swift and sure. Perhaps you will reach me after all. You think I'm mock? Ja, warte, du kannst gleich weiter erzählen. Thank you. Not at all. In your coming, I hear the footsteps of fate. Aha. You are the last defender of decadent Tamriel. I am the midwife of the mythic dawn, Tamriel Reborn. Okay. I welcome you, if you truly are the agent of fate. I tire of the self-styled heroes who set themselves in my path only to prove unworthy in the event. So, da vorne rechts war noch einer. Wunderbar. Aber wir sind doch immer noch in der Forbidden Grotto. Aber ich hatte auch schon sowas gedacht. Meine Überlegung war, als er gesagt hatte, du wirst schon merken, dass das nicht klappt, wenn du nicht mit mir zusammenarbeitest. Dass wenn, okay, man kann ihn nicht ansprechen. Moment. Dass man vielleicht immer wieder auf den gleichen, in einen Loop reinkommt. Immer wieder in der gleichen Forbidden Grotto ist. Gleiche Ebene, gleiche Ebene, gleiche Ebene, bis man dann eben endlich traut. Das Spiel, der so einen Loop eingebaut hätte. Das wäre auch interessant gewesen. So, einfach um die Aussichtslosigkeit zu zeigen, dass wenn man nicht auch dem Feind vertrauen kann, du siehst aus, als hättest du unglaublich glänzende Augen. Ich dachte, du wärst ein Vampir. Dass wenn man nicht auch dem Feind vertrauen kann, dass man gar nicht weiterkommen kann.
So. So. Warum sind denn hier noch so komische Low-Level-Dedra? Oh, die haben ihm ganz schön zugesetzt. Ich meine, der Dedrot, der ist schon ganz okay. Und der Ravenous, der ist natürlich heavy. Der kann ordentlich zulangen. Aber wenn man sich auf die vorbereitet, geht das alles ganz fit eigentlich. Da gibt es viel schlimmere Gegner. Sturm- oder Frostatronarchen. Finde ich um Längen schlimmer. Die Spinnen kann ich nicht so gut einschätzen, denn die habe ich nicht wirklich viel bekämpft. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe. Das war mitten in der Stadt von Breville. Da habe ich nämlich aus dem Weg zum Magierturm eine ziemlich heftige Zaubererin mitten in die Stadt gezogen. Und die hat immer wieder diese Spinnen beschwört und die halbe Stadt wurde gekillt. Du siehst unglücklich aus. Musste mal eine Tüte Haribo essen. Haribo macht Kinder froh. Und Erwachsene ebenso. Liegt da was? Nein, liegt nicht. Jetzt ist das Dumme, dass er ihn sieht, mich aber nicht. Also. Oh. Warhammer Frost. Ich denke, der wird wieder aufstehen und ist dann in der nächsten Ebene wieder bei uns. Ich hoffe, er wird wieder aufstehen und ist dann in der nächsten Ebene wieder bei uns. So. Wie viele sind denn jetzt noch vor mir? Keine mehr. Geht's hier raus? Paradise. Warum müssen wir mal einen Speicherstand machen? Boah, ist schon eine halbe Stunde fast um. Das vergeht ja wie im Flug hier. Sekunde. Mal eben das blaue Licht hier abwarten, ja? Schön. Denn hier so schönes ein so schönes Umfeld, das will ich nicht durch durch die Nachtsicht vermurksen. Was war es noch gerade, was hier. Ah ja, Repairhammer. Wollte Sachen reparieren. Gut, dass ich so viele Reparierhammer mitgenommen habe. Wenn der Kampf nicht mit Schleichen gewinnen werden kann, dann brauche ich nämlich die Morak-Ton-Klamotte. Und wenn die kaputt gehen wird. Hey, ich war gerade am Blumen sammeln. Gut, dann bleibe ich halt auf dem Weg. Oder auch nicht. Oh, zurück auf den Weg. Oh. Oh. So. Geht's jetzt schon zum Showdown? Diese Blumen laden einfach ein einzusammeln. Kann man doch nicht, ich kann doch nicht der Einzige sein, der sich einfach dazu hingezogen fühlt, diese Blumen einzusammeln. Wäre sehr schön, wenn man mal wirklich eine Mana-Blume bekommen könnte. Aber es ist ja immer nur Ambrosia und Nektar. Wen haben wir denn hier? You did not expect to see me again, did you? Wer warst du nochmal? You have no grasp of the power that my father has at his command. You think you can stop us? Soon Mehrunes Dagon will walk upon Tamriel for the first time since the Mythic Age, and our victory will be complete. Come, my father is waiting to welcome you to Karak Agaialor. Sie scheint nicht sonderlich happy zu sein. Wer bist du? So, here you are at last. The lackey of the Septim Pretender. You still think you have a chance, don't you? Yeah. We knew you would find your way here eventually, but it is of no consequence.
You should not keep my father waiting any longer. He expected you hours ago. Come, you came here to see him, did you not? Tut mir leid, ich war noch Blumen sammeln. Ihr habt aber auch hier so unnormal viele. Mein Gott. Wer wird denn da nicht einsammeln? Oh. Wunderschöner Garten. Lob an den Gärtner. Oh. Ohne Flachs. Ja, wo kommst du denn her? Let's put an end to Mankar Cameron and his evil paradise. Der respawnt. Okay. Wir können gleich los. Ich bin gleich fertig. Oh, Blumen! Nur mal so am Rande. Also nur, wenn wir gleich vielleicht die Hauptstory beenden. Also vermute ich. Heißt es noch lange nicht, dass das Oblivion fertig ist. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich hier machen will. Man ist ja auch nicht fertig, nur weil man Alduin erledigt hat. Oder weil man den, sich bewiesen hat als Neverine. Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Ich kenne den Endgegner nicht mehr genau von Morin, den Namen. Ich habe ihn vergessen. Er ist am Roten Berg, an der Spitze. Und man braucht so ein paar Artefakte für ihn. So. Aber das beendet ja auch nicht Morrowind. So, ihr beide wollt mit? Auf geht's. Los, Ruma. Zeig uns, wo wir hin müssen. Sieht nach einem komischen Showdown aus. Vor allem, wir werden dann drei Gegner haben. Ich hoffe, dass ich die mit Sneak hier... Also es gibt einige dunkle Ecken. Das ist schon mal ganz gut. Also hier so zum Beispiel. Auf der anderen Seite genauso. Oben habe ich, kann ich jetzt noch nicht sehen. Das sehen wir gleich. Gehen wir erstmal hier und... Moment, das ist doch ein viel dramatischerer Weg zu ihm hin. Macht werden. Nein! Nein! Mein Ring. Direkt erstmal voll lächerlich machen. Oh nein, mein Ring. So, warte. Mundane Ring, der kann anbleiben. Und dann kommt dazu noch der Mind and Body Ring. So, noch hier meine Morak Tong Klamotten tra... Nee. Die Shrouded Hood. So. Dann ist das lila Licht auch nicht da. I have waited a long time for you, champion of old Tamriel. You were the last gasp of a dying age. You breathe the stale air of false hope. How little you understand. You cannot stop Lord Dagon. Doch. The walls between our worlds are crumbling. The mythic dawn grows nearer with every rift in the firmament. Hey, alle zu. Soon, very soon. The lines now blurred will be erased. Tamriel and Oblivion rejoined, the mythic age reborn. Lord Dagon shall walk Tamriel again. The world shall be remade. The new age shall rise from the ashes of the old. My vision shall be realized. Weakness will be purged from the world, and mortal and immortal alike purified in the refiner's fire. My long duel with the Septims is over, and I have the mastery. The Emperor is dead. The Amulet of Kings is mine. And the last defender of the last ragged Septim stands before me, in the heart of my power. Let us see who at last has proved the stronger. Okay, was passiert jetzt? Die gleiche Reaktion wie alle. Damn, I've lost them. So. Also. Der mundane Ring wird gegen Grey getauscht. Ring of the Grey.
Also hier oben ist Licht, das ist schon mal nicht gut. Was? Stopp, nein! Die will ich haben. Das brauche ich. Das brauche ich. Warte. Hä, das ist doch... Die hat auch einen Mundane-Ring? Sekunde. Was ist jetzt mit ihm passiert? Was? You found a way back. Does this mean... You did it. You defeated him. Then you have it. You have the Amulet of Kings. Belongs to me, the Amulet of Kings. So you and Joffrey have said, if it is true, if the Emperor really was my father, then I should be able to wear it. Only those of the Septim blood can wear the Amulet of Kings. Yes, of course. What am I waiting for? After all, this is my destiny. And no man can deny his destiny. I didn't really need the amulet to tell me that. I've known it was true since you first told me back in Kavach. But it is one thing to talk of becoming emperor, and quite another to actually be the emperor. Not yet. Until we light the dragon fires, the gates are open, and Maerun's Dagon's invasion continues. While you were gone, I sent a messenger to Chancellor Akato. He waits for us in the Imperial City. Mm-hmm. Chancellor Akato is the head of the Elder Council. The Council rules in the Emperor's absence. I don't expect any objections from the Elder Council, but we should defer to their authority. Let's go to the Imperial City at once, before the enemy can recover from Manka Cameron's death. Sekunde. So nicht. Ich wollte einen epischen Fight haben. Ich hole mir einen epischen Fight. So. Her damit. Den fighten wir head-on. Ne. Wen bekämpfen wir head-on? Auf keinen Fall, das ist doch. Nein, Runtime-Error. Sekunde, ich mach das gleich wieder. Ich mach mal kurz Pause. Wir kämpfen nochmal. Das ist doch nicht schwer. Sekunde. So, mal gucken, ob ich jetzt meine Rüstung anlegen darf. Also. Welchen Ring nehmen wir? Also, ich habe den Spectre Ring an. Der geht ab. Weil der zieht stärker ab, dann mache ich weniger Schaden. Ring of the Grey. Der macht zwar Resist Poison, aber die machen, glaube ich, keinen Poison Damage. Das ist der Body and Mind Ring. Der ist schon ganz gut. Der Mundane Ring auch, weil Resistenz gegen Magie. Mhm. Dann haben wir noch Sorcerer Ring. Der ist auch nicht schlecht, ne? So. Jetzt kämpfen wir gegen euch. Mann gegen Mann. Mann gegen Mann. Ach, guck mal, ich habe hier einen Safe. Sehr gut, dann kann ich einen Quick Save benutzen. I have waited a long time for you, champion of old Tamriel. You were the last gasp of a dying age. You breathe the stale air of false hope. How little you understand. You cannot stop Lord Dagon. The walls between our worlds are crumbling. The mythic dawn grows nearer with every rift in the firmament. Naja. Soon, very soon, the lines now blurred will be erased. Tamriel and Oblivion rejoined, the mythic age reborn. Lord Dagon shall walk Tamriel again. Nein. The world shall be remade. The new age shall rise from the ashes of the old. My vision shall be realized.
weakness will be purged from the world, and mortal and immortal alike purified in the refiner's fire. My lord, you came for the amulet? Take it then. Achso, ich kann ihn abbrechen. Hupala. Komm her. Ich sehe nichts. Moment. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Warte kurz. Brauch mal kurz. Nee, nicht die. So. Jetzt sehe ich was. Boah, hält ja viel aus. Oder doch nicht? Hä? Wo ist denn... Ach, da ist der Dude in der Ecke. Warte mal, ich habe ja Tränke. Das war... Lebenstrank ist hier. Hier. Mein Buff kann ich nicht anwerfen. So macht das doch mehr Spaß hier. Oh, Mann, lauf mir doch nicht in den Dolch rein. Der wird aufgehoben. Das heißt, ich muss... Bisschen spät, der Questmarker. Hm? Komm her, du! Nicht weglaufen! Oh, mein Leben! Lauf! Wo geht's hier denn hin? Ich kann nicht raus! Oh. No, das ist ja richtig crazy! Wo ist er denn? Ah. Sekunde. Danke. Da ist er. Wir spielen ihn versteckt. Wo ist er hin? Da ist er. Mach ich. Was passiert, wenn ich nur ihn umhaule? Oh, jetzt hat es mich zerlegt. Das machen wir nochmal. So. Wo ist er denn? Da ist mein Mate. Sekunde, Sekunde. Ich habe nämlich wahrscheinlich... Habe ich die richtigen Ringe an? Mundane, Muddy and Body. Mind and Body. Perfekt. So, dann kann ich ja schon mal anfangen zu quatschen. Ich guck mal kurz, ob man die Türen hier oben aufmachen kann. Kann man nicht. You were the last gasp of a dying age. You breathe the stale air of false hope. How little you understand. You came for the amulet? Take it then. Machen wir. So. Dieser Quest Notice. Bleib stehen. Man kann ihn auch wegbursten. Wow. Da ist er. Ach, come on. Krieg ich den nicht im Nahkampf hin? Wow. Den hat's zerlegt. Jetzt wird's leichter. Und jetzt? Dann stirbt sie auch. Und was passiert, wenn ich jetzt nichts mache? Ne, komm, wir nehmen mal... Was macht das? Da steht nicht dran, was das macht. Hm. Warte, warte. Der Kollege hat noch gutes Zeug. Okay, das war mal wenigstens ein spannenderer Kampf, als hier einfach nur mit dem Bogen von der Ferne einfach drauf zu knüppeln. So, jetzt schaue ich mal eben, kann ich das Amulett der Könige? Da gibt es einen Runtime-Error. Komm, wir machen nochmal. Ihr habt ja jetzt den Kampf auch bei einer anderen Perspektive gesehen. Request the Runtime to be terminated in an unusual way. You're not the king. You're not the emperor. Ich mach mal kurz Pause und start nochmal da, wo wir mit Martin waren, ja? Sekunde. So. Warten wir noch eben, bis das lädt.
So. Congratulations on your victory, Sir. Sir. Wieso Sir? Habe ich einen neuen Rang bei den Blades? Bin ich nur ein Knight Brother. Okay. Alle gehen wieder weg. Spannend genug gewesen. Ja, Martin. Mensch. Bist du jetzt bald Emperor? Gut, ist ein bisschen drüber und drunter gegangen, aber ich denke, war doch ganz, ganz lustig. Der Endkampf ist mit Schleichen verflucht leicht. Im Nahkampf geht's aber auch. Ich denke mal, wenn man sich besser darauf vorbereitet hätte, so mit ein bisschen mehr Magie-Buffs und auch mit Magie selber spielen würde, dann wird das auch nicht so schwer sein. Oder auch so ein Stab, die sind ja auch teilweise richtig gut. Aber ich habe ja nun mal den Weg des Diebes gewählt und deswegen halt eher so aus dem Hinterhalt. Ne. Aber auch ein Dieb kann im Nahkampf den Dude umhauen. Und ich würde mal sagen, das reicht eigentlich erstmal. Und nächste Folge gucken wir dann mal an, was uns der Martin und der Rest von der Imperial City noch zu bieten hat. Bevor wir dann vermutlich einmal auf Gate-Closing-Reise gehen. Also Oblivion Gates müssen ja noch geschlossen werden. Gut, ich quatsch mich hier nur tot. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.